Deshalb, Leute, Hammer, oder? So, gerade fertig Drohne geflogen. Und wenn ihr wissen wollt, wie man mit so einem Motorrad an so einen Fleck hierher fährt, dann diesen Blog angucken. Einen wunderschönen guten Morgen, 6.30 Uhr. Ich habe eben schon so wunderbar ein Intro für den heutigen Tag eingesprochen, aber das Mikrofon war noch nicht angesteckt an der GoPro, also machen wir das Ganze einfach nochmal. Ich habe bei Peter und Luise übernachtet, dort abends gemütlich bei einem Weißbier tolle Unterhaltung bekommen. Herrlich geschlafen, frisch Kraft getankt für den Tag heute. Zum Frühstück gab es jetzt noch lecker Kaffee. Und ein Dinkelvollkornbrot mit selbstgemachter Marmelade. Oh, ganz tolle Geschichte. Johannisbeer- und Himbeermarmelade. Da hat die Luise ein echtes Händchen für. Super lecker gewesen. Ich mache mich jetzt gerade auf und fahre ich über die Deutsche Alpenstraße, über den Tegernsee dort hinten und dann Chiemsee wieder rein in unsere Gegend. Dürfte also heute ein paar richtig, richtig geile Alpenpanorama-Blicke geben. Sind wir gespannt. Ich bin's. Wetter wird genial. Außer ein paar Chemtrails, nicht eine einzige Wolke am Himmel. Das kann nur super werden. Es soll auch schön warm werden mit 27, 28 Grad heute. Wird garantiert ein Mördertag. Ich freue mich. So, in Richtung Tegernsee kommen wir jetzt gerade wieder durch Ettal durch. Es ist saufrüh, 6.30 Uhr am Samstag. Außer einem Touristen, der hier gerade Fotos macht. Da ist noch nicht viel auf der Straße los. Das heißt, so zum Aufwärmen geht es jetzt gleich mal den Ettaler Berg runter. Wenn ich Glück habe, ohne Auto vor mir. Bis jetzt sieht es super aus. Mal gucken. Der Tegernsee ist erreicht. Noch nicht der Ort Tegernsee, aber da sind wir auch gleich. Aber der Tegernsee selbst liegt links. Schauen wir jetzt einmal so rechts rum. Oh.
wieder weiter. Ich fahre jetzt noch am Strand entlang vom Tegernsee, einmal die Längsseite des Tegernsees ab und dann biegen wir irgendwann mal rechts weg, weiter in Richtung Osten, aber immer entlang der Alpenkette. Und zwar zu einer auch relativ bekannten Motorradstrecke, nämlich dem Sudelfeld, Richtung Bayerisch-Zell rüber. Und da schalte ich dann die GoPro auch nochmal eine gute Runde an. Da gibt es nämlich wieder schöne Kurven zum Wetzen. Schnell vorgehen und ein Foto machen, weil das gerade so geil ausgesehen hat. Das ist schon eine Hammerstrecke hier. So, einmal über die Leitplanke. Zu Fuß ist das okay. Mit Motorrad soll man sehr vermeiden. Boah, super. Hammer. Ich glaube, ich check jetzt hier auch gleich mal, ob ich hier Drohne fliegen dürfte. Das wäre ja gleich nochmal geil. Wobei abstürzen, wenn sie tut, brauche ich sie nicht holen. Deckel noch runter. So. Deshalb, Leute, Hammer, oder? Klar. Gerade fertig Drohne geflogen. Oh, meine Ohren! Der Tegernsee war jetzt nicht die Welt weit weg. Also ist generell nicht die Welt weit weg von uns. Aber trotzdem ist der Spritunterschied, habe ich gerade an der Tankstelle gesehen, da sind 16 Cent. 16 Cent Unterschied. Das macht sehr gut. Beim Motorrad macht jetzt nicht die Welt Unterschied auf einen Tank. Aber beim Auto merkt man das dann wahrscheinlich schon. Noch dazu, wenn man ein Auto hat mit einem großen Tank. So, jetzt sind wir schon auf meiner Stammstrecke. Ihr kennt vielleicht diese Straße sogar schon. Es zwiebelt sich hier in so ein paar kleinen Schleifen die Straße hoch nach Waldkraiburg und dann an vier Kreisverkehren vorbei zurück nach Anfing. Geht jetzt allerdings noch nicht direkt vor die Haustür zu mir,
sondern wir schauen noch schnell beim Waschpark vorbei und ich befreie das kleine Kälbchen gleich wieder von den ganzen Fliegen. Da haben wir jetzt auf dem Heimweg eine ganze Menge eingesammelt. Ja, wahrscheinlich durch Silieren, Heuwände, die rum sind, durchs Mähen, ein Haufen Zeug aufgeschreckt. Da hat es jetzt gut patsch, patsch, patsch gemacht. Wenn es euch heute wieder gefallen hat, bitte vergesst nicht, lasst mir einen Daumen hoch. Wer mehr von mir sehen möchte, von solchen Motoblogs und auch anderen Videos aus meinem Alltag, mit absolut wahllos irgendwelchen Themen, der klickt bitte unten auf Abonnieren und macht die Glocke an, damit ihr nichts verpasst. Ist kostenlos und motiviert mich. Ich sage euch schon mal vielen Dank. Da links ist die Waschstraße. Da gehe ich jetzt hin, sobald der LKW Platz gemacht hat. Da kommen wir gut vorbei. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Winke, winke.